Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Hero Zero vom Server 20. Ich bin Stufe 180 und wollte euch einfach mal wieder mit reinnehmen in dieses kleine Universum und euch zeigen, wie es bisher so aussieht im Groben und Ganzen. Hier mein Begleiter ist jetzt Stufe 30, schon länger, und ich ziehe jetzt aktuell den, also Sir Henry, der ist auch Stufe 30, ich ziehe aktuell hier den Columbo mit hoch, um einfach mal noch einen weiteren Begleiter erstmal leveln zu tun, zu können und zu machen und zu graben halt. Falls ich hoch veräppelt nochmal brauchen sollte. Ne? Für einen Begleiter, der Sir Henry, der hat ja nachgeplappert, hoch 2. Und der Sushi, der hat Omnomnom noch dazu und auch hochgepäppelt. Und mit der Levelbremse werde ich mir dann nochmal einen neuen Begleiter zulegen. Und dem jeweils diese ganzen Fähigkeiten dann auch beibringen. Ja, die Main-Werte haben hier über 3000 aktuell. Und die Kraft ist so ein wenig, ja, unter 1000, ist in Ordnung durch Wurfwaffen und durch den Schaden der Waffe. Alles zu kompensieren, habe hier in der Liga jetzt noch 10 Angriffe frei und ich war in der Superhero-Liga und bin auch wieder schön, wie soll ich sagen, schön abgestiegen. Nachdem ich dann halt Kontrahenten hatte mit 6000, 8000, 10.000 plus Stats, das war halt nicht so das Wahre. Ich habe auch jetzt gerade angefangen, also was heißt gerade, ich habe auch angefangen zu sparen, erstmal jetzt ein paar Münzen und die sollen dann in die Heldentaten fließen. Yo, schauen wir mal, Yuna unter uns, die war auch mal bei uns im Team mit dem Stühlchen zusammen. Mist, das war nix. Wie sieht es mit dir? Ja, ihr seht, ich habe es so ein bisschen schwer aktuell mit den Stats, den habe ich schon abgefarmt, den Herrn. Gehen wir mal auf Stufe 200, also auf Platz 250, Heldenname. So, okay, hier. Wir haben aktuell 3 Trophäen und 2 davon sind nicht so toll. Eine ist die Trophäe, die uns mehr Mut bringt. Die andere Trophäe ist die, die uns mehr Punkte bringt im Kampf, also mehr Belohnung. Ist zwar ganz toll, aber irgendwie aktuell auch nicht. Wir hätten uns mehr über Energie gefreut, als wir den Kampf gemacht haben. Nun ist es leider nicht so gekommen. Und damit müssen wir leider leben. So, ich lade nach, wieder aber mit Münzen. Wie ihr seht, ich habe nur noch 79 Donuts und das ist jetzt nicht so, ja, nicht so toll. Aber hey, was soll's? Ich habe mehr als genug Donuts ja ausgegeben bisher. Mal sehen, vielleicht werde ich nochmal welche nachladen. Vielleicht bleibe ich jetzt auch free to play. Die HeroCon. Wir sind auf Platz 9 und haben damit tatsächlich es geschafft, auf der ersten Seite zu bleiben. Ja, wir haben ein Viertel von den Punkten, die Power is back haben und sind damit trotzdem ganz gut unterwegs. Und selbst wenn wir auf Platz 10 rutschen würden, würden wir nichts an Malus mehr bekommen, weil wir alle drei hier 17% bekommen bei der nächsten Con, die heute um 20.59 Uhr endet. In der Solo-Con habe ich 271 Angriffe geschafft auf die Schorken. Ganz oben fand dann Gormorti, Hope for You, natürlich die 30 Punkte dann bekommen. Die haben natürlich auch ordentlich was gemacht, ne? Für ihre Teams und so ringsrum. Auch ordentlich mitgehabt an Unterstützung. Ja, aber wir sind ganz gut dabei, finde ich. Auf Platz 9. Wenn wir jetzt auch so in die Teams gucken, wir sind auf Platz 10 jetzt durch die Ehre. So. Immer schön das Training machen, also das Workout. Training ist es ja nicht. Es ist ja Workout. Immer schön das Workout machen, es bringt was. Die Stats freuen sich darüber auf jeden Fall. So. Einmal alle Angriffe durch und zack, wieder ein paar Roboter nachladen, wie das sein muss. Eine Motivationseinheit mitnehmen und weiter geht's. Und weiter geht's. Ja, Verkaufskon startet ja nur heute. Also, euer Bankfach müsste voll sein jetzt zum Verkaufen. Alles sollte sich freuen darauf. Ja, apropos Verkaufskon, schauen wir mal auf die Stufe. Und auf Platz 1, 268. Junge, 256. Power is back, die ersten 4. Chaos-Theorie, also das ist alles ziemlich eintönig und langweilig hier oben. Und wenn man so guckt, der erste Held eines anderen Teams ist Legacy. Also ist von Legacy.
Ansonsten alles, ne? So die oberen 36, Power is back und Chaos Theory. Und dann Hero Slayer und Kuchen und Bier kommen dazu. Rising Stars kommt dazu. Equality, Golden Heroes. Was sind noch hier? Warriors of the World. Empire hat hier oben auch einen Helden mit dabei. Wen haben wir denn hier noch so mit bei? Oh je. Wo sind die Hosen? Wo sind die Hosen? Meine Güte, 198, 197. Oh du meine Fresse. Simsi ist unsere höchste. Wo bist du? Da, 134. Du meine Fresse. Sind wir echt so schlecht? Anscheinend sind wir das. Ha, hier bin ich. 149. Egal. Es ist ein Langzeitspiel. Wir werden sehen, wie es weitergeht mit der Rangliste. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Und ausbaumäßig haben es tatsächlich 13 Teams geschafft, einen Vollausbau auf das Parkett zu legen. Respekt auf jeden Fall an euch alle, an uns alle, nicht nur an euch, an uns. Wir haben das ja alle geschafft, die es schaffen wollten. Und ich bin sicher, es schaffen noch mehr. Hier No4 hat sogar offen das Team gerade. Warum auch immer. Weil eigentlich sind sie voll. Und da macht das keinen Sinn. Wenn man mal so in der Rangliste mal bei Power is Back schaut, in der Durchschnittsstufe, ja, sind wir bei 242. Schauen wir bei uns, sind wir bei 137. Das heißt 105 Stufen dazwischen. Das ist schon mal eine Ansage. Und wir haben auch Helden, so wie uns hier, die ihre Energie spielen. Wir spielen unsere Energie. Ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich mehr Refresh und Co. gemacht als wir. Wir haben sowas anscheinend weniger bis gar nicht gemacht. Und ja, da sieht man dann halt doch einen kleinen Levelunterschied. Aber heißt, wie gesagt, heißt ja nichts. Levelbremse kommt und wir sehen uns wieder in der Levelbremse auf jeden Fall. Wenn ich das auch erreicht habe, wer weiß, vielleicht gibt es dann schon die ersten 300er. Ich möchte es nicht beschreien. Ich möchte es nicht beschreien. Egal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und habt ein schönes Wochenende. Euer Eddie. Ciao.